Okay, und sie wird auch gewählt. Und zwar vom blauen Team, aber das kann mir egal sein. Blau verliert sowieso, weil die haben einen Mann weniger, also ist die Sache dann damit gelaufen. Spiegel, wow. Damit ist das dann für mich auch gelaufen. Okay. So. An der Stelle, wo mal so eine kleine Anmerkung an meinen Teamkameraden. Ich weiß, mich kann niemand hören, wir haben kein Teamspeak oder dergleichen. Aber tut mir den Fall, rammt mich nicht. Weil, wenn ihr mich rammt, ist das irgendwie extrem unvorteilhaft für mich. Und was für mich unvorteilhaft ist, ist für den Rest des Teams auch unvorteilhaft. Hab ich Silber erwischt? Ich glaube schon, oder? Ja, irgendwer fährt in meine Feldboxen. Oh, schön. Titus hat eine Abkürzung genommen. Über die Brücke, aber egal. Ja, kann ich irgendwann auch mal zeigen, wenn ich sie mal gelernt habe oder so, aber im Moment nicht. Ist da ein roter Panzer unter mir? Oh, toll, Titus hat sich zurückfallen lassen, um mich abzuschießen. Finde ich aber schön von ihm. Ach, hätte ich die Kurve ein bisschen enger genommen, hätte ich mich nicht erwischen müssen. Aber egal. Silver, du kannst mich mal. Du kriegst meinen Windschatten nicht. Okay, der kriegt ihn doch. Aber nur weil das Spiel doof ist oder so. Keine Ahnung, nee. Weil ich unfähig bin, ihn dran zu hindern oder so. Egal. Ja. Auf die habe ich doch schon den ganzen Tag gewartet. Hallo? Egal, fahren wir weiter. Das ist jetzt eh alles gelaufen. Bam! Ja, genau das habe ich gebraucht. Ich werde geblitzt und werde noch von Stern überfahren. Genau so muss es hier laufen. Ja. Schönes Spiel. Mal sehen, ob ich die Abkürzung hinkriege. Nö, natürlich nicht. Ich bleibe an. Geil! Ich habe zwar keinen Pilz mehr gezündet, also den Goldpilz nicht mehr weitergezündet, aber es reicht, um mich trotzdem noch runterzuschießen. Schöne Sache. Aber okay, ja, was soll's. Wow, ich habe nur 100 Kilometer Rückstand. Das ist gut. Da kann ich ja jetzt nochmal richtig aufholen mit dem Goldpilz. Es ist erstaunlich, wie dieses Spiel läuft. Also, aber in Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt Letzter bin, natürlich in der Kurve rauslassen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich jetzt letzter mit so einem Rückstand, müsste ich eigentlich Erster werden, von rechts wegen, oder? Oder von links wegen, oder von wegen. Ja, von wegen, das trifft's. Weil, selbst wenn ich jetzt noch so schnell fahren würde, ich bin zu dumm, aber selbst wenn ich jetzt den Goldpilz nicht so versaut hätte, indem ich gegen irgendwelche Wände fahre, ich hätte die anderen nicht mehr einholen können. Es sei denn, ich hätte jetzt wirklich ein gutes Item gekriegt und wäre hier durch die Abkürzung gefahren, aber so ist die Sache gelaufen. Ich weiß auch gar nicht, wieso ich auf einmal so einen riesigen Rückstand hatte, weil nur von dem Sturz ins Wasser kann es ja wohl nicht gekommen sein. Aber egal. Selbst der Bullet Bill reicht nicht mehr, um noch als Sechster das Ziel zu kommen. Doch, weil irgendwer da steht und wartet. Ja, danke, Titus. Schön, dass du auf mich gewartet hast. Aber das ändert leider nichts mehr. Oh, Reza ist raus? Reza ist wahrscheinlich raus? Ich verstehe das gerade nicht, weil Titus hat doch allein davor im Ziel gestanden, oder? Ich verstehe es nicht. Okay, machen wir mal das nächste Rennen, dann blicke ich vielleicht eher durch, was hier los ist. So, da werden wir mal wieder auf GPA Bowser's Festung 3. Hatten wir heute noch gar nicht, ne? Wow, offensichtlich sind wir nur noch zu 6, sonst wäre ich nämlich jetzt Siebter. War auch ein guter Start. Und was will uns das sagen? Ich nehme an, dass Reza wirklich raus ist, weil irgendwie kann es ja nicht sein, dass Titus als einziger vom Ziel gewartet hat und trotzdem Sechster wurde und ich Fünfter, weil da hätte ja dann zwangsläufig noch jemand hinter uns sein müssen, was nicht der Fall war. Also hinter mir war sowieso keiner, das ist sicher. Und der Einzige, der jetzt wirklich fehlen könnte, müsste eigentlich Reza sein, denn der hatte ja dann den siebten Platz belegt, obwohl er, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es erklären soll, aber egal. Ihr wisst, worauf ich raus will. Also eigentlich, keine Ahnung. Eigentlich kann es nur Reza sein, der raus ist, weil Reza fährt eigentlich zu gut, um auf Piazzale Delfino den letzten Platz zu belegen. Und schon gar nicht, wenn er nicht da ist, während ich durchs Ziel fahre. Als Vorletzter. Oder als Letzter, wenn Titus nicht gewartet hätte. Dann ist klar, wer hier fehlt, aber egal. Ja, kein Rätsel, egal. Ich habe irgendwie gedacht, ich spawne noch rechtzeitig. Ja, spawnen, erscheinen, genau. Sprechen wir deutsche Sprache, nutzen wir unser Vokabular. ansonsten Teamkompli, wie sieht es im Moment aus? Ich sehe blaue Leute hinten, ich sollte vielleicht ein bisschen mehr aufs Rennen machen. Dann sehe ich vielleicht auch ein bisschen mehr, was hier los ist, aber egal. Ein Bullet Bill von hinten, das kann ja wieder nur Team Blau gewesen sein. Okay. Wenigstens habe ich ein Abwehr-Item, damit bin ich relativ sicher. Und ich glaube, diese vier grünen Panzer müssten irgendwen wenigstens erwischen, aber
irgendwie habe ich gedacht, ich habe den roten auch damit abgeschossen. Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwie habe ich gedacht, ich würde es schaffen, den roten Panzer damit abzuschießen, aber egal. Also Lambda und ich, wir verminen hier die gesamte Gegend. Eigentlich dürfte Team Blau keine Chance mehr haben, jemals aufzuholen, aber irgendwie ist dieses Yoshi, wer immer es ist, trotzdem noch direkt hinter mir. Wahrscheinlich hat er einen Goldpilz oder so, oder drei Pilze oder irgendwas, was ihm auf jeden Fall gut vorhilft. Weil ansonsten dürfte das nicht möglich sein. Also nicht bei dem Bombardement, das wir hier vornehmen. Und übrigens, die Banane hast du gut gelegt, Lambda. Allerdings konnte ich ihr nicht mehr ausweichen. Oh, dieses Yoshi ist schon wieder verdammt dicht hinter mir. Oder meine ich das nur? Ich nehme an, dass jetzt gleich ein Blitz kommt und dann habe ich meinen zweiten Platz auch wieder verloren, aber... Ja, versuchen wir mal, den Platz zu halten. Verdammt, die Banane. Ich wollte nicht über die Banane fahren. Toll. Als wenn ich nicht sowieso schon klein wäre. Dann muss ich auch noch eine Wolke haben. Komm schon, fahr schneller, du blödes Mii. Ja, du weißt nichts mehr zu retten. Schade. Eigentlich wirklich schade, weil ich war Zweiter. Und hätte ich nicht versucht, Lambdas Banane auszuweichen, damit sie für die anderen liegen bleibt, dann wäre ich vielleicht auch immer noch Zweiter. Wer weiß. Aber wie immer kommt alles zum Schluss. Das Beste kommt eben zum Schluss, ne? Und so läuft dann eben ein bisschen scheiße. Ja, also wer fehlt? Ich würde sagen, ja, ich hatte recht. Weiter im Text. Also, klar, ich kann mich natürlich irren, aber irgendwie habe ich so ein Déjà-vu, ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, und ich werde es auch nicht los, dass wir diese Bahn heute schon mal gefahren wären. Gut, Team Blau ist erstmal ausgeschaltet. Für einen Moment. Und, also die Bahn kommt mir so bekannt vor. Und ich glaube, die habe ich heute auch schon mal gesehen. Und ich bin auch fast der Meinung, dass das noch gar nicht so lange her wäre. Und ich bin auch der Überzeugung, dass ich auf der Bahn ziemlich gefailt bin. Aber das kann natürlich auch Einbildung sein, ist ja klar, ne? Tut nichts zur Sache. Wow, das war so dämlich. Das konnte nur von mir kommen. Diese Aktion war wieder völlig überflüssig, aber egal. Ja, also ich muss sagen, in der Streckenauswahl seid ihr äußerst kreativ. ohne jeden Zweifel. Und es ist ja auch schön, wenn man ab und zu mal eine andere Strecke fährt, ne? Also nicht immer das Gleiche. Verdammt, ich bin so doof. Egal. Noch ist Team Rot vorne. Und ich brauche ja Lambda auch nicht zu überholen. Es ist ja egal, ob ich... Du bist ein Vollidiot, Titus. Ich hoffe, es war Titus. Also, das war jetzt wirklich sowas von unnötig. Also, wenn ihr mich aus dem Wheelie schubst, meinen lieben Teamkameraden, dann ist das ja schon dämlich genug. Dankeschön. Aber wenn ihr mich dann noch in die Lava schubst dabei, dann ist das noch dämlicher. Und, also ich wollte jetzt sowieso schon irgendwie ankündigen, dass das hier wohl der letzte Team-Kombi wird, aber gerade weil meine Laune so ein bisschen am Fallen ist, so ein bisschen extrem am Fallen ist, aber nach der Aktion kann man das ja ruhig noch ein bisschen verdeutlichen, woran das liegt. Nicht so ein übermäßiges Glück mit gegnerischen Items habe ich ja sowieso immer. Dann fahre ich heute schon die ganze Zeit mir den letzten Dreck zusammen, das kommt noch kostenlos dazu. Und wenn dann noch meine Teamkameraden meinen, sie müssten mich fertig machen, dann macht das hier keinen Sinn. Ja, gut, wunderbar, wenigstens wurde ich nicht von dem EA Silberpilz-Typ erwischt, ja. Ach, scheiß drauf. Und Lambda mit roten Panzern, das finde ich gut. Warum ist jetzt mein blödes Mii nicht gesprungen? Also, ihr wisst, dass ich das prinzipiell kann, dass ich es schaffe, über diese Lücken zu springen. Ich mach's oft genug. Ich mach's eigentlich andauernd, fast jede Runde. Aber das war jetzt echt mal peinlich. Ja, ich fahr noch genau rein, ist egal. Kommt's auch nicht mehr drauf an. Wir sind in der in der letzten Runde und selbst wenn ich mich jetzt nochmal vorboxen würde, oder ja, jetzt habe ich eh kaum noch eine Chance dazu, aber selbst wenn ich mich nochmal vorgeboxt hätte, wäre ich sofort wieder hinten gewesen, also was soll's. Ja, nehmen wir noch das Item hier mit, wenn es schon so aufdringlich da rumhängt. Und das benutze ich jetzt lieber nicht, weil ich bin so schon zu schnell, um in die Kurven zu kommen. Okay, hallo Lambda. Schön, dass wir uns beide hier auf den letzten Plätzen befinden. Und ich fahre noch schön in den roten Panzer rein. Das muss natürlich auch sein. So kann man es auch machen. Oh. Das war unnötig, aber egal. Hallo Ulun. Und hallo Lambda. Schöne Sache. Ein Formationsflug, schön durchs Ziel gefahren. Ein Flug gefahren, aber egal. Und Team Rot ist irgendwie unfähig. Und Titus ist Erster. Warum ist er wohl Erster? Vielleicht, weiß nicht.
weil er irgendwie Leute in die Lava schubst oder so, aus dem eigenen Team. Ja, danke Titus, war sehr freundlich von dir, also Daumen hoch. Hm, ist das Rennen damit vorbei? Nee, kann nicht sein, ne? Da müssten noch zwei kommen. Endlich mal ein bisschen Abwechslung, Mondblickstraße, ja. Ich weiß nicht, warum die Strecke nie kommt, wenn ich sie wähle, aber wenigstens kommt sie ab und zu mal. Und ist eigentlich eine schöne Strecke, hier kann ich auch wieder wunderbar failen und mich von meinen Teamkameraden in irgendwelche Fahrzeuge rammen lassen oder selbst in Fahrzeuge reinfahren, das ist ja auch durchaus machbar. Aber für den Moment, ja, ich habe irgendwie Glück gehabt. Also ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade durchgekommen bin durch dieses Chaos, aber es reicht für den Moment. Und jetzt haben wir Spiegelmodus, ja, ne? Also ich fahre irgendwie in die falsche Richtung und das ist ein deutliches Zeichen für Spiegelmodus, ich sag. Verdammt, ich habe einen Pfeil vergessen. Oh ja, klar, da musste ja jetzt noch ein Räder kommen. Und ich habe gedacht, ich könnte ihn hier an der Wand ablenken, aber nö, dann nicht. Und ich bin Ritter und ich falle weiter zurück. Verdammt, das Rätsel wollte ich haben, deshalb habe ich den Pilz gezündet. Oh, das Rätsel. Ich sag's schon wieder, ja, das Rätsel. Die alten Box eben. Ihr wisst, was ich meine. Ich hab's vor einigen Videos lang weiter erklärt. Ich soll aufhören, in alles reinzufahren. Es wäre jetzt geil gewesen, wenn ich, wow, durch Lampe dann noch in das Auto geschoben worden wäre. Also, wäre sicherlich sehr förderlich für mein geistiges Wohlbefinden. Also, ist ja nicht so, als würde ich nicht sowieso schon verzweifeln. Dann ist es genau das, was man braucht, so ein bisschen von den eigenen Teamkameraden gefoltert zu werden. Au! Das kam jetzt gut, das Auto. Also, Respekt oder Respektful. Oder. Wieso bin ich jetzt... Ach so! Ja, klar. Ich bin groß geworden, genau in dem Moment, wo ich hätte über den Beschleunigungstreifen fahren müssen. Und dadurch, dass ich groß geworden bin, habe ich natürlich einen leichten Sprung gemacht und habe den Beschleunigungstreifen nicht gekriegt. Macht Sinn! Also, macht unheimlich Sinn. Macht Mario Kart Wii Sinn. Macht Unsinn. Unsinn ist auch Sinn, oder? Okay. Oh, den Pilz holen muss er nicht. Ach. Okay. Versuchen wir das Ganze mal nochmal irgendwie in eine Normalbahn zu lenken. Dieser Unrundbar-Typ wollte mich wohl auch ein bisschen ärgern. Wenn er schon nicht mich rammen kann, dann rammt er eben wenigstens eine Bombe. Dann knallt es wenigstens mal so richtig und der nächste ist gleich wieder hinten. Also genau. Oh, verdammt. Hallo, Gaylord. Gamelord. Entschuldigung. Gaylord ist übrigens ein ganz normaler Name, also das ist keine Beleidigung oder sonst irgendwas, nur um es erwähnt zu haben, sondern es ist tatsächlich ein Name, den manche Menschen haben. Also kein Grund, sich darüber aufzuregen, wenn ich mich mal ein bisschen verspreche, okay? Ja, tut mir leid, Gaylord. Und wow, ich bin irgendwie Vierter geworden. Und eigentlich wäre vierter Platz sogar gut, wenn wir nicht nur zu sechst wären. So ist es natürlich scheiße. Gibt auch keine Punkte mehr. Hm, egal. Wie steht's? Ja, Team Rot führt minimal. Ein Rennen haben wir noch, also könnten wir noch gewinnen, aber nicht dank mir offensichtlich. Machen wir mal weiter. Oh, das war's schon? Sieg für Rot? Oh, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber dann soll das wohl auch eine günstige Gelegenheit sein, um das Ganze für heute zum Ende zu bringen, oder? Ich werde zwar jetzt noch einen Moment im Raum bleiben und gucken, wer alles rausgeht, aber prinzipiell war's das mit dem Let's Play für heute. Also sage ich an der Stelle, ciao, macht's gut, bis zum nächsten Mal.